Moins und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Battlefront mit RockTalks. Servus! Wir machen jetzt mal die neue DLC-Mission, und zwar Wendepunkt auf Jakku, dem neuen Planeten. Also dem Planeten aus dem neuen Film. Aus dem neuen Film, genau, und das ist das neue Gratis-DLC. Es kommt ab 8. Dezember für jeden und Vorbesteller können schon seit dem 1. Dezember spielen. Da gehören wir glücklicherweise dazu. Genau, ich trete mal bei. Ich weiß nicht, welche Waffe ich jetzt nehmen soll. Oh, das ist geil. Das sieht aus wie im Trailer. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal, muss ich dazu sagen. Ja, und das ist halt, was ich bis jetzt weiß, im Film ist es dann genau diese Stelle hier, also wo sie da der Film spielt, aber das ist irgendwie 21 Jahre in der Zukunft. Nach der Originaltrilogie quasi, genau. Nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Jetzt im Moment sind wir ein Jahr nach der Schlacht von Endor, also wo der zweite Todesstern zerstört wird. Also fand diese Schlacht von Jakku statt. Aber mehr ist halt da noch nicht drüber bekannt, weil halt die Filme einfach noch nicht released wurden. Achso, stimmt, wir müssen sie verteidigen. Ich hier gleich einen Angriff und machen wir zwei Rebellen platt. Aber wir müssen jetzt hier so, also siehst eh diese blauen Dinger, die sie langsam rot färben, diese Kontrollpunkte verteidigen. Und wenn die Imperialen keine Kontrollpunkte mehr haben, haben wir verloren. Das sieht so geil aus, darf ich das mal sagen, mit diesem Sternzerstörer, der da rumliegt. Ja, es ist richtig. Und vor allem, ich finde diese Map, weil sie weitläufiger ist, auch mal erheblich besser. Also so in der Art hätte ich mir Battlefront mehr vorgestellt. Bei allem, was halt ist. Du hast wenigstens ein bisschen eine Frontlinie. Nicht so wie in den anderen Modi, wo du einfach irgendwo spawnst, sondern du hast wirklich eine Frontlinie. Das erinnert halt ein bisschen an Rust-Modus aus Battlefield. Bisschen. Mhm. Aber nachdem die Imperialen immer in der Defensive ist, ist es halt nicht ganz so, weil... Also wechselt das. Aber vielleicht mal zum neuen Kinofilm mal so ein bisschen. Hast du schon Karten? Ich habe noch keine Karten. Weil es ist ja bald soweit. Aber ich habe hier ein Dorfkino, könnte man sagen, eine Kleinstadt nebenan. Mit einem kleinen Kino und ich sag mal so, wie Spectre gelaufen ist, der neue Bond-Film, sind wir am ersten Wochenende mit ein paar Leuten ins Kino gegangen, am Sonntag um 17 Uhr. Wir waren die einzigen zwei Leute im ganzen Kinosaal. Ich werde wieder am Sonntag um 17 Uhr, wenn der Film läuft, da ins Kino gehen und denke mal auch, dass da nicht allzu viele Leute sein werden, weil das ist einfach so früh, weil da ist glaube ich einfach keiner im Kino. Es sind da sowieso nicht mehr so viele Leute, weil halt der nächsten größeren Stadt zum Movie-Tempel da eröffnet hat. Ich finde den ganz ehrlich scheiße, diesen Movie-Tempel. Ja, ich hab ja für den 17. habe ich Kinokarten. Und zwar im IMAX im Sony Center. Und das Geile ist ja, das IMAX im Sony Center, also in Berlin, das haben sie modernisiert. Also die haben das extra für Star Wars quasi mit einer neuen Soundanlage ausgerüstet und haben das auch mit einer neuen Projektionstechnik ausgestattet, die mit Lasern funktioniert. Und das soll irgendwie, also auf Computerbase könnt ihr da einen Artikel dazu lesen. Und das ist irgendwie die hochwertigste Projektion in ganz Europa soll das sein. Also das heißt, ich werde Star Wars nicht nur am Release-Tag sehen, sondern ich werde es auch noch in der bestmöglichen optischen Qualität sehen. Das ist natürlich extrem geil. Also ich bin sowohl wegen dem Film als auch wegen dem ganzen Drumherum bin ich total gehypt. Also es ist der Wahnsinn. Ich freue mich riesig drauf. Es wird richtig geil. Das Schlimme ist ja, ich glaube, ich weiß schon aus den Trailern, wer sterben wird. Wer glaubst du denn? Es gibt viele Vermutungen. Also, wer glaubst du? Also vielleicht sollten wir an der Stelle mal sagen, alle, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, ja, oder vermeintlich spoilern lassen wollen, sollten jetzt vielleicht muss ich dann da was einblenden an der Stelle, dass man weiß, wann das zu Ende ist, dann, wenn wir drüber reden. Also ich sag das jetzt mal, ja? Ich sag das jetzt mal, wen ich vermute, wer sterben wird. Ich vermute, es ist Han Solo. Vermutest du? Ich weiß, da habe ich schon ein paar Vermutungen darüber gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich Han Solo sterben lässt. Ich könnte ganz mir ehrlich auch vorstellen, dass der Finn stirbt, also der neue Charakter. Mhm. Weil er ist ja neu und eigentlich ist ja, glaube ich, das Mädel die neue Jedi, die Machtbegabte, so wie ich das verstanden habe. Ja. Also ich hab's halt, ich vermute, es ist Han Solo, weil aus mehreren Gründen eigentlich, also aus ganz vielen Gründen. Also der Hauptgrund für mich ist einfach, dass er so eine Art Mentorrolle übernehmen wird. Das ist aus den Trailern schon so ein bisschen ersichtlich geworden. Mhm. Und die Mentoren sind ja eigentlich immer die im ersten Teil der Trilogie, von jeder Trilogie eigentlich immer sofort sterben. Das ist ja Obi-Wan gewesen, der Originaltrilogie, und
In den Prequels ist es Qui-Gon gewesen. Und jetzt ist halt Han Solo so laut dem Trailer derjenige, der die neuen Charaktere in die Welt einführt, sozusagen. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen für ihn, sag ich mal. Und eine andere Sache, in einer Szene sieht man Rey in einem Trailer über jemanden weinend sitzen. Ja. Und wenn man genau hinschaut, die Person, die da liegt, man sieht es wirklich nur sehr undeutlich. Ich vermute, das ist Han in der Situation. Ich vermute, das ist Han. Weil es sieht so ein bisschen nach ihm aus. Aber es ist halt die Frage, ob er wirklich stirbt, weil das andere... Ich finde, das ist ja jetzt schon, das ist ja Suske, das ist ja durch Amazon, ist ja gespoilert worden, wer Finns Vater ist. Weißt du, ob du das mitbekommen hast? Das habe ich nicht mitbekommen, nee. Darf ich dich spoilern, oder? Ist es denn ein sehr großer Spoiler, sagen wir es mal so? Ja, es ist ein sehr interessanter Spoiler. Ich weiß nicht, ob es wirklich relevant für die Story ist. Mach mal, komm. Tu es mal. Anscheinend, also auf Amazon, wurde eine Actionfigur mit dem Nachnamen Calrissian. Bin Calrissian ausgegeben. Okay. Das ist halt jetzt die Frage, ob er wirklich der Calrissian sein Sohn ist und ob das relevant ist, weil muss ja auch sagen, Lando hatte jetzt auch nur so eine Nebenrolle eigentlich mehr gespielt. Er war jetzt nicht immer so am Rand nur, der Sidekick. Aber ich meine, Sinn würde es ja ergeben, ne? Ich meine, es gab ja auch schon jetzt Spekulationen, warum er jetzt, also schwarz ist, jetzt nicht wegen der Hautfarbe, sondern einfach warum jetzt ein schwarzer Jedi und so, ne? Also es war ja auch so irgendwie spekuliert worden, was das damit zu tun hat und wie er da reinpasst in die ganze Sache. Ja. Und das würde natürlich einiges erklären, so, ne? Weil es ist jetzt, man muss jetzt nur aufpassen, weil die alten Star Wars Filme haben ja den Vorwurf, sie seien rassistisch, weil es ja im ganzen Universum einen schwarzen Charakter gibt und eben Calrissian. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob Finn auch der einzige afroamerikanische Charakter ist in neuen Star Wars. Vielleicht stellt sich ja dann irgendwann raus, er ist irgendwie ein entfernter Verwandter von Mace Windu oder so. Ja, im neuen Teil gab es ja dann andere. Aber darum könnte ich mir eben auch vorstellen, dass er stirbt, weil Calrissian ist ja nicht machtaffin. Was natürlich auch für Han sprechen würde wieder, wäre die Tatsache, dass es natürlich eine extreme dramatische Aussage wäre, wenn man quasi einen der beliebtesten Charaktere opfert. Weil Han ist ja einfach ein riesiger Fan-Favorite so. Ja. Und das würde natürlich den Bösewicht so richtig beim Publikum unbeliebt machen. Also das wäre so richtig so der Knaller, wo man sagen würde, okay, das miese Schwein muss sterben. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass dieser Kylo Ren vielleicht auch ein bisschen irgendwie da vielleicht verwandt ist oder bekannt ist und vielleicht auch nicht ganz so böse ist und sie vielleicht am Ende doch bekehren lässt und dann stirbt. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil da gibt es eben auch Gerüchte, dass der eben auch ein Skywalker sein könnte. Also irgendwie der dritte Sohn von Luke und Leia und was nicht alles, weil in diesem Original, also nicht Original, in diesem erweiterten Universe, das sie ja jetzt gelöscht haben, was ich ziemlich scheiße finde, weil es echt ziemlich interessant war, hatten ja Han und Leia, ich glaube, drei Kinder. Die wurden alle drei zu Jedi von Luke unterrichtet. Nur der dritte, der jüngste, hat sich dann zur dunklen Seite bekehrt und ist dann wieder ein Sith geworden. Vielleicht haben sie da irgendwie was mit einfließen lassen, also wer weiß, das müssen wir dann alles sehen. Es sind halt alles Gerüchte. Aber genauso, ich bin halt in so einer Star Wars Filmgruppe drin, da wird gerade extrem viel rumgeraten. Ich finde es eigentlich extrem auch interessant, was da alles drin steht. Aber da habe ich eben auch schon gehört, dass manche Leute glauben, dass eben Han Solo sterben könnte. Ich habe auch, interessanterweise, wo wir von Han Solo auch sprechen, habe ich auch gelesen, dass manche glauben, dass Chewie stirbt. Wobei ich da sagen muss, das hätte eigentlich dramaturgisch eigentlich so gut wie keine Aussage, weil Chewie ist ja jetzt nicht so der riesen Fan-Favorite so irgendwie. Naja, schon. Also ich glaube, wenn Chewie sterben würde, also mir würde das schon eine Szene sein, die mir nahe gehen würde, weil Chewie ist halt schon so, der gehört dazu, so Must-Have. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das ist so der Teddybär, der Sidekick von Han Solo. Wenn der weg wäre, das wäre, ich glaube, auch für Han einen ziemlichen Schlag. Ich finde, die sind ja beste Freunde seit Ewigzeiten dann. Übrigens, was vielleicht auch an der Stelle so, wo wir jetzt gerade so von Vorab-Infos zum Film sprechen, auf einer italienischen Amazon-Seite ist zum Soundtrack, zum offiziellen, die Trackliste geleakt worden. Und das ist auch ganz schnell wieder entfernt worden, aber die Trackliste ist jetzt natürlich im Internet und kursiert da natürlich auch. Ja. Und das scheint also relativ offiziell zu sein. Und da gibt es kurz vor Ende, also kurz vorm Finale, einen Track, der heißt Torn Apart.
Und Torn Apart heißt ja quasi in zwei gerissen sozusagen. Ja. Und das deutet ja auch darauf hin, dass da am Ende irgendwas sehr Dramatisches passiert. Entweder, dass jemand stirbt oder dass Charaktere auseinandergerissen werden, die sich gut gekannt haben. So. Also ja. Das ist halt auch ziemlich krass. Aber die Mutmaßungen, die gehen ja in ganz weite Richtungen. Hast du schon über die Jar Jar Binks Theorie gehört? Was? Sowas will ich gar nicht hören hier. Nein, das ist ja das Geniale. Da wird erklärt, dass Jar Jar Binks eventuell ein weiterer Sith Lord war. Weil jedes Mal, wenn er irgendwie befördert wird oder irgendwie den Auftrag gibt, macht er komische Handbewegungen, also eben wie ein Jedi. Also wenn ihn der Boss Nass eben zum General befördert und solche Sachen, oder wenn er von Padme zum Senator gemacht wird, macht er vorhin immer so ganz bezeichnende Handbewegungen. Die Theorie geht halt so weit, weil Palpatine wurde ja auf Naboo ausgebildet von Tyran, von seinem Jedi-Meister. Und dass eben Jar Jar Binks quasi so der Begleiter dieses alten Jedi-Meister war und machtaffin war, weil er ja auch Palpatine oft geholfen hat. Zum Beispiel hat er ihm ja unter anderem die Rede im Senat gehalten, um ihm die Notenstaatsvollmachten zu geben oder eben auch die Klontruppen weiter zu verstärken und solche Sachen. Und also du meinst, der große Twist des neuen Films ist quasi, dass Jar Jar Binks als der absolute Oberbösewicht, der die Fäden zieht, genau, quasi auskommt. Also, ich meine, das wäre natürlich super. Und dass er halt dann der neue Anführer dieser Kylo Ren-Brüder ist, weil ja eigentlich überhaupt nicht bekannt ist, was mit Jar Jar nach Episode 3 passierte. Aber ohne Scheiß, das wäre wirklich so ein Twist, mit dem keiner rechnet eigentlich so. Weil, stell dir mal vor, der nimmt die Maske ab und dann kommt so, ich bin's, Misa ist zurück oder so. Ja, Misa niemals weg gewesen oder so. Also, Kylo Ren ist schon der Bösewicht mit der Maske, da bin ich mir ziemlich sicher, aber dass dann irgendwie so ein Film 2 oder dass du im ersten Film erfährst, ja, es gibt einen Imperator neuen oder Anführer und dann halt irgendwie so im zweiten oder dritten Film, das dann halt released wird. Es hätte halt was. Ja, das würde auch erklären, warum zum Beispiel vielleicht dieser Supreme Leader, dieser Snoke, der ja von dem Andy Serkis gespielt, warum das ein Performance Capture Character ist. Vielleicht ist es ja Jar Jar Binks. Ja. Man weiß es nicht. Ja, geil. Also es ist Wahnsinn, was es für Theorien gibt. Ja, also ich finde das voll spannend und ich verlese mich da teilweise stundenlang auf Facebook in diesen Gruppenposts und auf irgendwelchen englischen Seiten, weil es halt die genialsten Mutmaßungen und was nicht alles gibt. Also es ist echt göttlich. Was ich auch gelesen hatte, war, dass Disney irgendwie bewusst auch Falschinformationen streut, was den Film angeht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das kann ich mir wirklich erheblich sehr gut vorstellen. Da natürlich, sobald irgendwas rauskommt, also von der Story her, also so irgendein Spoiler versehentlich liegt, dass das natürlich gleich zerrissen wird und dann eigentlich auch ein Riesenverlust ist für den Film. Und wenn natürlich gezielt Falschinformationen leaken und irgendwelche Server oder Falschsachen leaken lassen, dann natürlich konzentrieren sich die Leute darauf und im Endeffekt gibt es dann so viele Leaks, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt real und was ist jetzt nicht real. Ja genau, das ist so ein bisschen das Ding und auch diese Sache mit Han Solo, die ist ja eigentlich schon relativ lange im Netz, weil das kann ich mich erinnern, war sogar schon Anfang des Jahres Thema. Da haben schon mehrere Quellen, die angeblich so ganz nah am Produktionsteam sind, irgendwie gesagt, ja hier, der hat irgendwie da eine Szene, wo er dann danach nicht mehr auftaucht und so, und da haben sie dann halt draus spekuliert, dass der halt sterben würde so. Ja, aber und das ist halt so eine Sache, also es kann natürlich auch einfach eine gestreute Information sein, so von wegen, um die Fans halt abzulenken. Genau, um abzulenken, dass ganz ein anderer Charakter stirbt, mit dem man nicht rechnet. Genau. Aber das Lustige ist ja, Han Solo sollte ja schon im zweiten Star Wars sterben. Im Imperium schlägt zurück, war eigentlich geplant, dass Han das Einfrieren nicht überlebt. Genau, das und weiß ich auch. Und erst dann hat George Lucas später entschieden, nee, wir lassen ihn doch drin. Und vielleicht, um das ein bisschen eine Hommage dran zu machen, dass er jetzt da diese Einwände, Einstreuungen gemacht haben. Könnt ihr mir auch sehr gut vorstellen. Um damit gleich noch ein bisschen zu spielen mit den Erwartungen von den Fans. So. Ja, so. Also wir müssen die letzten Punkte zahlen, dann haben wir gewonnen. Also 27 Sekunden den Punkt noch halten, dann haben wir es echt geschafft. Die fliegen ja alle durch die Gegend, die Rebellen, ey. Die können gar nichts. Rebellen abschaum. Jawohl, sterbt. Ich treffe ihn nicht. Ah, ich habe noch getroffen. Bucky wird voll beschossen, ey. Fühlte mich gerade so wie im Todesstern, wenn Han Solo wegläuft und hinter mir die 1000 Strahlen vorbeifliegen. Das war ganz bei mir. Ja, wir haben gewonnen!
Jawoll, nice. Oh, du bist besser als ich. Echt? Wie habe ich das gemacht? Wann habe ich das gemacht? Ich habe mich so aufs Reden konzentriert. Ich habe mich auch voll aufs Reden konzentriert, aber irgendwie hat es diesmal ganz gut geklappt mit Reden und Schießen. Oh, aber trotzdem, hey, zweimal im Ding. Nice, meiste Kontrollpunkte verteidigt, super. Ja, nice. Geilo. Und Geilo Rennen. Was sagst du zur neuen Map und zur neuen Spielmodus? Ich finde es sehr cool. Also erstmal die Map, die Gestaltung ist cool und ich finde auch, irgendwie habe ich, weiß nicht, aber irgendwie habe ich mehr Chancen, habe ich so das Gefühl. Ja, also du hast es ist bessere Deckung und so, du kannst besser in Deckung gehen, du kannst die Leute auch mal überraschen von der Seite und so, du kannst taktischer vorgehen irgendwie. Genau, gehen wir mal zurück ins Menü und dann können wir noch ein bisschen quatschen, weil die nächste Mission fängt schon wieder an. Jo. Ja eben, du hast mehr Chancen, du hast mehr Auswahlmöglichkeiten, du kannst ein bisschen taktischer agieren. Du bist nicht so in diesem Schlauch gefangen, wie jetzt zum Beispiel in Walker Assault, weil du bist auf dieser Strecke fix und die Rebellen konzentrieren sich einfach auf diese Strecke und knallen halt alles ab, was da runterkommt. Du kannst die nicht irgendwie umgehen und da hast du halt ein bisschen die Chance, dass du umgehst, ein bisschen taktisch agierst. Natürlich muss die Teamkommunikation fehlt noch. Heißt, wenn du jetzt ein Team hast, wo 6, 7 Leute in Teamspeak in der Gruppe sind, also 8 Leute gehen hier in der Gruppe, wenn du dann eine Achtergruppe drin hast, die koordiniert vorgeht, in den Teamspeak sich absprechen kann, hat das andere Team überhaupt keine Chance mehr. Die können sich nicht koordinieren, überhaupt nicht. Keine Chance dann. Die werden komplett überrollt. Mhm. Ja, das ist, also wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesem Wendepunkt-Modus? Kann man den jetzt nur auf Jakku spielen oder kann man den auch auf anderen Planeten spielen? Die kannst du, die Gruppe kannst du auf jedem Ding spielen. Die Gruppe gab's cool. Von Anfang an, die ist Jakku ist ja jetzt nur dazugekommen. Ja, das, na das geil, dann... Du kannst mit bis zu 8 Leuten auf jedem Modus spielen. Das ist halt das Problem, dass er Server finden muss, wo 8 Leute raufpassen in einem Team. Hm. Das ist halt das einzige Problem, was du hast. Und ich glaube auch solche Sachen wie Gefecht gehen nicht. Weil Gefecht kannst du nur zu zweit spielen. Heldenjagd wirst du wahrscheinlich groß oder lang wahrscheinlich in 2 Teams aufgeteilt, weil gibt's ja auch maximal 4 Spieler pro Team. Hm. Aber sonst so Walker Assault, Vorherrschaft und solche Sachen, Abwurfzone, das müsstest du eigentlich mit 8 Leuten spielen können. Ja, cool. Ja, was soll man jetzt machen? Jo, ich glaube, wir haben 17 Minuten, das ist ja wieder perfekte Folgenlänge. Würde ich auch sagen, ja. Machen das mal, ist perfekt für diese Folge. Machen wir mal einen Break. Wir schon mal, Da hätte man gesagt, das nächste Mal holen wir uns dann Weng oder irgendwie dazu und spielen mal eine Gruppe. Können wir machen, ja. Was wollen wir dann machen? Wollen wir schon mal so ein bisschen vorplanen? Dann können wir den Leuten schon mal sagen, was demnächst kommt. Denke mal Vorherrschaft oder Kampfläuferangriff, weil Weng hat leider keinen Jakku. Und das zwei sind halt die Maps mit den meisten Spielern. Ich glaube, das wäre interessantesten. Alles klar. Dann wisst ihr Bescheid, was als nächstes kommt auf unseren Kanälen. Schaut doch mal beim Rock Talks rein. Das muss ich auch mal ganz klar sagen, ja. Also, ich verlinke das ja alles immer, könnt mal in die Videobeschreibung gucken. Ich werde auch nochmal einen Link ins Video packen. Genauso meine Leute, schaut auch mal beim Spiel dabei. Link steht bei mir auch in der Videobeschreibung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, oder? Genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein.